Hallo, ich bin's wieder, Nadine von Nadine Kreativ und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem heutigen Video. Brauchst du vielleicht für Weihnachten auch noch ein paar ganz schnelle Weihnachtskarten? Dann möchte ich dir gerne zeigen, wie du in diesem Fall mit dem Designpapier Geruhsame Tage aus dem aktuellen Mini-Katalog von Stampin' Up! Ein paar schnelle Karten basteln kannst. Ich werde diese gleich mit dir zusammenbasteln und ich zeige dir auch gleich noch ein paar andere Exemplare, die ich ebenfalls mit dem Designpapier gemacht habe. Und zwar zeige ich dir einmal ganz kurz zuerst noch einmal das Designpapier, wo ich finde, dass zumindest einige dieser Bögen hervorragend dafür geeignet sind, relativ schnelle, einfache Karten zu machen. Du hast hier in Schiefergrau, Anthrazitgrau, Schwarz und Weiß mit diesen tollen silbernen Metallic-Applikationen verschiedene Designpapiere. Und ich finde, dass zumindest diese drei Bögen sich, wie gesagt, hervorragend machen für recht einfache, schlichte Karten, weil sie hier einfach ein paar, ich sage jetzt mal, Landschaftsmotive beinhalten. Und so habe ich diese zwei Exemplare aus diesem Bogen gemacht. Und zwar siehst du hier Chili-Rot, beziehungsweise hier die Mattung in Chili-Rot und die Kartenbasis in Schiefergrau. Und ja, im Endeffekt bestehen die Karten immer nur aus dem Designpapier, vielleicht noch einer Mattung und der Kartenbasis. Zur Verzierung vielleicht noch ein Bändchen. Hier habe ich das glitzernde Organdiband in Schwarz verwendet und hier die Zierschnur aus dem Set einfach elegant. In Silber in dem Fall. Und hier habe ich das Etikett mit den Stanzformen lagenweise Kreise und Etiketten mit Stil und dem Spruch Frohe Feiertage aus dem Schempel-Set Blühende Weihnachten gemacht und am Ende einfach noch ein bisschen verziert. Das Etikett mit Dimensionals nach oben gesetzt und ich finde, so hast du zwei recht schnelle, schlichte Karten, wie ich finde, die aber doch irgendwie durch diese kleinen Deko-Elemente gar nicht so simpel mehr aussehen. Das Schöne ist an diesem Designpapier, theoretisch könntest du auch direkt, wenn du möchtest, auf das Papier stempeln, aber da bin ich immer sehr vorsichtig, denn wenn da mal was schief geht, dann ärgerst du dich vielleicht. Deshalb bevorzuge ich die Variante mit den Etiketten, aber du kannst hier einfach jedes Etikett mit einem beliebigen Spruch verwenden. Und wenn du anderes passendes Designpapier hast, natürlich auch andere Variationen daraus machen. Genau, das aber diese beiden Karten. Dann zwei, ich sag jetzt mal, kühlere Karten in Weiß-Silber, Abendblau und Schiefergrau, beziehungsweise hier nur Abendblau ohne Schiefergrau. Mit dem gleichen Etikett, nur jetzt, wie gesagt, in einer anderen Farbkombination. Und hier habe ich aus dem gleichen Stanzformset das Etikett ausgestanzt mit Abendblau den Spruch Ein Hauch Winterzauber zum Weihnachtsfest aus dem Set Schneeflockenwünsche gestempelt und den Rand mit den Fingerschwämmchen so ein bisschen markiert sozusagen oder eingefärbt. Dann habe ich hier außerdem ein Band in Abendblau und auch noch einmal diese Zierschnur in Silber verwendet, quasi beide übereinander gelegt, auf der Rückseite des Designerpapiers festgeklebt. Und ja, ansonsten sind bei mir die Maße immer die gleichen. Also ich habe immer eine Kartenbasis in quasi 21 cm mal 14,8, dass ich mir einmal in der Mitte falze. Später kommt hier natürlich noch der Einleger rein, auf dem ich etwas schreibe. Je nachdem, ob ich jetzt dann mit einer Mattung oder mit direkt der Schicht Designpapier zum Beispiel arbeite, ist auf jeden Fall die zweite Schicht, die auf der Kartenbasis drauf ist, bei mir immer in 10 x 14,3 cm.
Und wenn ich, so wie hier, sogar mit einer dritten Schicht noch arbeite, beziehungsweise mal Aufleger, dann hat dieser wiederum die Maße 13,8 x 9,5 cm. So, das waren jetzt ja alles, ja, ich sag jetzt mal einfache Aufklappkarten. Und ich möchte jetzt gerne noch diese Karte mit ihm machen. Auch hier einfach nur das Designpapier auf Farbkarton in Weiß mit einer Banderole und, wie ich finde, eben mal kein ganz einfaches Kartenformat, weil die sich sowieso ein Fenster oder Türchen so nach außen öffnen lässt. Ja, kann man hier in die Mitte natürlich auch reinschreiben. Aber genau, und ich habe hier auf dieser Banderole mit Weiß embossed, noch mit Glitzersteinchen verziert. Und ja, das war es eigentlich schon. Und wie ich finde, ist das eine sehr wirkungsvolle und nicht ganz so übliche Kartenform. Und die, wie gesagt, würde ich jetzt gerne mit dir basteln. Dafür brauche ich zunächst den Farbkarton in Weiß. Hier nehme ich ausnahmsweise tatsächlich mal, obwohl ich gerne für die Kartenbasis den extra starken Farbkarton benutze, den normal starken, damit mir das hier am Ende auch einigermaßen ja gerade ist und nicht zu sehr an den Kanten hoch steht. Das brauche ich jetzt in 14,8 x 21 cm. Und das falze ich mir jetzt auf beiden Seiten, wenn ich es in Querformat vor mir hinlege, bei 5,25, wenn ich es ganz genau machen möchtest, Zentimetern. So gut das Augenmaß das überhaupt ablesen kann. Dann falze ich einmal die Falzkanten nach. Dann nehme ich ganz gerne den Papierfalter bzw. Falzbein zur Hilfe, damit das hier eben nicht ganz so hoch steht. Ja, du siehst, wenn ich das nur so grob mache, steht das ein wenig doll ab. Dann folgt als nächstes das Designpapier. Und zwar kannst du aus diesem großen Bogen, na, wo ist er? Da. Aus diesem großen Bogen, wenn du sie jeweils im Hochformat machst, sogar drei Karten machen. Das habe ich hier auch schon einmal gemacht. Mal gucken. Das ist quasi die von hier. Dann die zweite und die dritte. Ja, und dann hast du immer noch oben den halben Bogen Designpapier mit relativ schlichtem Sternenhimmel sozusagen oder Schneeflockenhimmel in Silber auf Grau und kannst das auch gerne für ja, eine Box, zum Beispiel habe ich das einmal verwendet, oder auch etwas anderes verwenden. Das heißt, ich schneide mir jetzt hier einen Streifen von 10 cm ab. Jetzt überlege ich gerade noch, ob ich rechts oder links nehme. Ich glaube, ich nehme tatsächlich diese rechte Variante. Wie gesagt, in 10 cm Breite. Und 14,3 cm Länge. Ja, je nachdem, wie groß jetzt das größte Tannenbäumchen ist, kannst du jetzt auch noch ein bisschen variieren und das noch oben oder unten schieben. Und da mir zum Beispiel 14,3, wenn ich es direkt hier abschneide, die Spitze sehr nah oben dran ist, würde ich es eher noch bei 2 mm weiter auf der Seite abtrennen. Und dann auf 14,3 hier unten sozusagen noch einmal 2 mm wegnehmen. Dann gefällt mir das persönlich etwas besser. Und das Stückchen halbiere ich mir wiederum noch bei 5 cm. Und habe damit jetzt diese beiden Teile, die ich mir rechts und links auf den Farbkarton aufkleben kann. Und dafür nehme ich wiederum den Flüssigkleber und jetzt muss ich aufpassen, dass ich die beiden Teile richtig rum behalte, finde es dann aber einfacher, das so rum aufzukleben.
Und zwar sehe ich zu, dass ich oben und unten möglichst gleich viel Abstand habe und ansonsten an dieser Kante direkt dran bin. Solange der Flüssigkleber noch nicht ganz getrocknet ist, kann ich das ja noch ein bisschen schieben. Und wenn ich damit soweit zufrieden bin, kann ich mir das einmal festziehen. Und dann klebt das ja auch recht schnell. Auf der anderen Seite mache ich das jetzt genauso. Muss wie gesagt auch hier jetzt wieder aufpassen, dass ich das auch richtig rum halte. Und zwar so. Und zwar fixiere ich das hier einmal nur grob, justiere ein wenig nach und klappe mir dann erst einmal zusammen, um zu schauen, dass auf beiden Seiten jetzt das Papier etwa auf derselben Höhe ist. Ich kann das auch hier noch einmal ein bisschen hin und her schieben. Und wenn es passt, einmal anziehen. Dann folgt als nächstes die Banderole. Die habe ich in einem Transparentpapier oder Pergamentpapier gemacht. Und zwar einen Streifen von 3,5 mal 23 cm. Und darauf embosse ich jetzt in Weiß. Und zwar brauche ich dafür das Versamark-Stempelkissen, einen Spruch. Und zwar habe ich hier ausgewählt Frohe Weihnachten aus dem Set Tannen und Karos, sowie das Embossing-Pulver in Weiß. Silber würde schon auch gut aussehen, aber ich dachte mir, auf diesen extrem dunklen Tannen hebt sich ja Weiß bestimmt hervorragend ab. Wenn du noch hast, nimm gerne auch den Embossing Buddy zunächst und streiche einmal über das Papier drüber. Der ist leider nicht mehr erhältlich. Das heißt also, wenn du ihn nicht hast, ist das auch gar kein Problem. Ich denke, das funktioniert auch so hervorragend. Und genau, ich stempel dann jetzt einmal mit dem gewünschten Spruch. Wie gesagt, hier frohe Weihnachten. Und damit ich es möglichst gut treffe, lege ich mir das Pergamentpapier einmal genau auf die Linie und versuche jetzt den Spruch auch möglichst gerade aufzusetzen. Dann nehme ich mir immer ganz gerne noch ein Stück Schmierpapier zur Hilfe, um das Embossingpulver aufzutragen und hinterher wieder einzusammeln, was übrig ist. Das heißt, ich kann jetzt hier auch ganz großzügig draufschütten, klopfe alles ab, was nicht haftend. Lege das kurz einmal beiseite, sammle den Rest wieder ein, damit es mir gleich beim Föhnen nicht umherfliegt. Und dann nehme ich mir das Erhitzungsgerät oder Embossinggerät, den Heißluftföhn und embosse das einmal. Ja, da das Pergamentpapier so weich ist, muss ich das immer vor einem Hintergrund machen, der mir sozusagen das Papier ein bisschen fixiert, damit es mir nicht die ganze Zeit so wegfliegt. Aber genau, das ist dann das Stückchen. Und das lege ich mir jetzt einfach nur um die Karte herum. Auf der
ja, ich nehme auch hier gerne einmal, damit ich es möglichst gerade mache, die untere Kante der Karte zu Hilfe. Schaue jetzt, wie weit rechts oder links ich den Spruch gerne haben möchte und versuche auch diesen möglichst mittig aufzusetzen. Und dann knicke ich jetzt tatsächlich einfach hinten das Stückchen Pergamentpapier nach hinten. Und zwar so, dass sich die beiden Enden hier hinten überlappen. Dann kann ich nämlich diese wiederum festkleben. Und zwar mache ich mir dazu einen kleinen Strich an das Ende. Dann einen kleinen Klebestrich auf der anderen Seite. Klebe zusammen. Und justiere noch einmal gegebenenfalls nach, also indem ich sie quasi straff ziehe. Und wenn das dann gerade übereinander liegt, lasse ich es einmal kurz trocknen. Dann kann die Banderole später auch ja, auf die Höhe, die dir gefällt. Und zu guter Letzt dekoriere ich noch mit dem Basic Strassschmuck. Hier nehme ich ganz gerne diesen Aufhebhelfer zu Hilfe. Und von den Glitzersteinchen gibt es ja hier diese drei verschiedenen Größen. So packe ich mir also einen großen hier weiter unten hin. Und dann die zwei kleineren. Hier hin. Und fertig ist diese Karte. Und wie gesagt, du kannst das Konzept, wenn du ein passendes Motiv hast, eigentlich für ja, jedes beliebige Designpapier anwenden. Wie gesagt, es ist einfach mal eine andere Kartenform, die nicht einfach nur aufgeklappt wird, sondern mal, wie gesagt, wie ein Fenster oder eine Tür in beide Richtungen aufklappt. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann freue ich mich wie auch sonst über ein Däumchen nach oben oder einen Kommentar von dir. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und kein Video mehr verpassen möchtest, dann ja, klicke auf Abonnieren und aktiviere gleichzeitig die Glocke, dann verpasst du kein Video mehr. Und wenn du weitere Beiträge von mir sehen möchtest, findest du mich hier, wie gesagt, auf diesem YouTube-Kanal sowie auf meiner Seite nadinekreativ.de, auf Instagram und Pinterest unter nadinekreativ. Und ja, das war's für heute. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche dir frohe Weihnachten und freue mich natürlich, wenn du auch bei einem nächsten Video wieder dabei bist. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss!